ein leerer Gäste-Fansektor hier in der Arena in Davos. Es ist tatsächlich ein Bild, wo sich die Fans werden müssen daran gewöhnen. Ganz so prekär ist die Situation aber nicht, wie die Medien sie gezeichnet haben in den letzten paar Stunden. Wir wollen Licht ins Dunkle bringen, zusammen mit dem Geschäftsführer, mit dem Marc Gianola. Wie sieht es aus? Welche Fans dürfen konkret nicht hier reinkommen? Und für wie lange präsentiert sich die Situation so? Also wir haben uns so entschieden, dass man die Fangruppierungen sollen sich anmelden und dann wird entschieden, ob es ein Problemspiel ist, ob die Sicherheit kann gewährleistet werden. Und wenn das der Fall ist, dann finden wir einen Platz im Stadion, wo die Fangruppierungen reinkommen können. Die Bauetappe wird bis Ende November stattfinden, dann kommt der Spengler Cup und nach dem Spengler Cup werden wir die Beurteilung vom Gästesektor neu machen, ob man den kann entfluchten, so wie das die Polizei will. Und wenn das möglich ist und wir die Sicherheit garantieren können, werden wir dann wieder öffnen. Also Sie sagen Sicherheit für die Polizei, das sind Themen, die wir ansprechen, wo genau die Problematik entsteht. Das sieht man, wenn man vor dem Stadion sich einmal die Situation anschaut. Das ist jetzt also die Baustelle, die für geschlossene Türen sorgt, eben weil es zu wenig Türen hat, Marc Gianola. Man sieht, es ist, Bauarbeiten sind im Gang. Warum verunmöglicht das jetzt, Fans in Gruppen reinzulassen? Also vielleicht ein bisschen ausholen, wir werden anderthalb Jahre Bauzeit haben und das aufgrund von feuerpolizeilichen Massnahmen. Und das ist ja dann die Problematik von der Türen. Wenn man Gästesektoren will betreiben, dann braucht es eine Fantrennung, die wir im Moment nicht gewährleisten können. Und wir müssen sicherstellen, dass unsere Gäste im Stadion sicher sind. Und weil jetzt bis einfach Ende November da die Bautätigkeiten noch am Stadion stattfinden, müssen wir das neu beurteilen, sobald dann die erste Bauetappe fertig ist. Und dann, wenn es dann geht, um die Fantraining anzubringen, dann kann man auch wieder einen Fansektor eröffnen. Also das ist ein Stück weit die Entwarnung. Es kann gut sein, dass im Laufe der Saison da wieder alle Gäste-Fangruppen rein dürfen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es auch jetzt schon so, dass es eben nicht alle Gäste-Fans betrifft.